Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du hier auf meinem Kanal zugeschaltet hast. Ja, jetzt sind halt die Jahreslegungen fällig für den Jahre 2022 und zwar für das erste Quartal. Und leider kann ich zurzeit keine Monatslegungen machen, weil ich selber private große Probleme habe in Bezug auf Behörden. Und auch dies natürlich eine Entschuldigung fällig ist, dass ich deswegen halt keine Legungen machen kann, weil ich hier juristische Themen habe, die momentan natürlich halt viele Fragen natürlich offenlegen. Wird sich da was sich im Positiven sich noch ändern oder nicht? Oder wird sich da doch noch was Gutes sich entwickeln? Ich bin eine von wenigen oder vielen Corona-systemgeschädigte Personen, wo besondere Behörden mich im Stich gelassen haben oder vergessen haben, wo ich als deutsche Staatsbürgerin im Ausland lebend auch damit große Probleme im Ausland haben könnte. Zumal, dass meine Identität auf dem deutschen Boden ständig immer wieder angegriffen wird. Dass eine Sachbearbeiterin mich willkürlich permanent abmeldet, obwohl sie es nicht dürfte, laut nach dem deutschen Gesetz. Ich bin jetzt halt dazu verpflichtet, irgendwie mir juristisch Beistand zu holen und auch noch andere Dinge noch hier juristisch zu klären. Und ich kann mit meinem Online-Shop, die ich normalerweise seit den März 2021 bearbeitet habe und kostenpflichtig sogar 25 Euro monatlich beim Shopify bezahlen musste, es zurzeit halt nicht benutzen kann, weil mir einfach aufgrund der Situation, dass ich von meinem Wohnort willkürlicherweise abgemeldet wurde und auch keinen Gewerbeschein dadurch halt organisieren kann, direkt im Amt, geschweige denn überhaupt keine Steuernummer bekommen kann. Ich bin durch das System sehr schwer geschädigt worden in meiner Identität und natürlich auch als eine zukünftige Unternehmerin. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht, aber das ist schon ein Grund, dass ich das in der Öffentlichkeit halt zutragen muss. Deswegen entschuldige ich mich hiermit herzlichst, wenn ich ein bisschen grob argumentieren sollte in meinen Monatslegungen. Heutzutage sollte man eigentlich eines wissen, man kriegt normalerweise nichts geschenkt. Und es kann passieren, dass ich diese Legungen aus Not heraus so weit halbieren werde, dass ihr den Rest der Legungen auf Vimeo euch anhören oder anschauen könnt. Nun habt viel Spaß beim Zuschauen und wer weiß, bis dann. Hallo, mein lieber Zwillingsgeborener, schön, dass du da bist. Ja, ich muss mich entschuldigen für diese grausame Kulisse. Das wird sich hoffentlich in den nächsten Monaten sich ändern. Ich habe schon in den Vormonatslegungen schon bereits erwähnt gehabt, dass ich Probleme mit Bettwanzen bekommen hatte in meinem Schlafzimmer. Und es ist noch nicht hundertprozentig bekämpft, aber ich schlafe zurzeit halt im Wohnzimmer mit meinem Sohn und kann zurzeit halt mein Wohnzimmer nicht als Drehort zurzeit benutzen. Deswegen diese fürchterliche Kulisse. Aber lasst euch bitte halt nicht davon halt beeinflussen. Wer weiß, wann sich das jetzt, die Situation sich da auch noch ändern wird in der Thematik. Muss jetzt halt auch über meinen Schatten springen und jetzt in der nächsten Zeit mich drum bemühen, dass ich halt mal wieder ein bisschen nachhelfe mit diese Schädlingsbekämpfungsproblematik. Also ich fange einfach an mit dem Mischen. Was ich noch sagen möchte ist, ich habe einen Wackeldackel als Stativ, das tut mir auch richtig leid, aber Hauptsache, dir macht die Legung Spaß und kannst vielleicht was davon mitnehmen, ja, für das Jahr 2022, fürs erste Quartal. So, also ich beginne einfach halt mal mit Liebe, Partnerschaft und Beruf, Finanzen. Also das ist ein Mix von allem, was ich hier mache, weil manchmal ist auch in so einer Legung halt auch mal Finanzthemen dabei, bei manchen halt nicht. Bei den Singles ist das natürlich wieder eine andere Sache. Liebes Universum, bitte geben mir 7 Karten für die Zwillingsgeborenen
für das Jahr im ersten Quartal 2022. Ich mische gemischt, manchmal mische ich halt altklassisch, ja, und manchmal halt auch modern, dass sie dann halt rausspringen. Für eben euch Männer, ich deute als Frau, bitte switcht hier um, ja. Manche können natürlich im Resonanz mit sein, ja, in der Legung, manche halt auch nicht, das kommt immer drauf an. Dann bitte ich halt euch, dass ihr noch unter astro.com nach eurem Geburtscharter schaut, denn ihr könnt auch im Aszendenten in einem anderen Sternzeichen auch wieder sein oder auf einem anderen Planeten, zum Beispiel halt in eure Sonne, Mond, Venus, Mars, Jupiter, Uranus und so weiter. Das Universum für die Zwillinge aus dem Kollektiven. Was noch wichtig ist, dass ihr wisst, das ist keine private Beratung. Das kommt aus dem Kollektiven, diese Legung. Ja? Wenn ihr eine private Beratung benötigt, dann müsst ihr eine private Beratung buchen. Ja? Weil manchmal kommen so Argumente, komisch, ich bin nie in der Reisegruppe bei dir. Ja, das ist nicht nur bei mir so der Fall. Weil auch solche Argumente auch bei vielen Kartenleger auch auf YouTube auch auftauchen, weil das aus dem Kollektiven ist. Dann bist du nicht bei den Zwillingen in der Reisegruppe, vielleicht bist du beim anderen Sternzeichen in der Reisegruppe. Deswegen sagte ich auch dir, dass es wichtig ist, dass du auch unter www.astro.com dementsprechend nach deinen Geburtscharter suchst und dann dementsprechend halt auch guckst und schaust, wo du noch im Resonanz sein kannst. Sich gegenseitig kennenlernen, du verdienst es, geliebt zu werden, ist hier das Thema. Entweder betrifft es dich, mein lieber Zwillingsgeborener, oder dein Gegenüber, ja. Kann sein, dass du eine Partnerin hast, die gerade dieses Thema hat, oder du bist derjenige, der dieses Thema hat. Und das Thema ist auch Kinder. Entweder ihr bekommt ein Kind oder Kinder, oder ihr wünscht euch Kinder, und könnt keines bekommen oder ihr könnt bekommen und ihr seid bereits schon auf dem Weg dazu, dass ihr Kinder bekommen könntet. Aber hier herrscht noch Skepsis, also kriege ich so rein. Sich gegenseitig kennenlernen. Vielleicht ist dem einen Partner nicht so hundertprozentig bewusst, ja, dass man eigentlich sich nicht wirklich richtig kennen tut. Man sollte sich vielleicht noch ein bisschen Zeit lassen, um erstmal sein Gegenüber besser kennenzulernen. Vielleicht hat man irgendetwas zu schnell angegangen gehabt, ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel schwanger geworden ist, man sich nicht so lange kennt oder nicht so lange in einer Beziehung ist, ja. Aber ich sehe auch hier den Amor. Es kann sein, dass man wirklich verliebt ist einander, aber die Frage ist trotzdem gestellt, was dann, wenn ich plötzlich schwanger von ihm bin, ja, aber ihn noch nicht richtig hundertprozentig kenne. Ist er beziehungsfähig? Wird die Beziehung lange halten? Oder wird er mich auch im Stich lassen, wie alle anderen das auch mit mir gemacht haben? Das sind so skeptische Fragen, die aber auch ganz normal sind. Ja, ganz was Natürliches. Wir wollen aber trotzdem halt mal weiter hier mischen. Ja, das ist nämlich die allgemeine Energie in der Mitte. Liebes Universum, ich hätte gerne für die Zwillingsgeborenen weitere Karten. Zentrale Thema. Das kann natürlich jetzt halt gut. Es kann sein, dass entweder ihr beide gleiche Themen habt, dass es familiäre Konflikte gibt und dass die gelöst werden müssen. Jeder hat so seine eigene Themen in der Familienkonflikt und manche haben das so, dass nur der Gegenüber diesen Konflikt hat. In der bewussten Ebene habe ich einen von beiden religiöse Faktoren. Vielleicht ist einer sehr stark religiös, das kann jetzt alles Mögliche sein. Entweder du bist ein übertriebener Christ, wobei das nichts Negatives ist, das ist schon in Ordnung, oder ein Islamist oder Buddhist, Buddhistin oder Christin. Was gibt's noch? Also, ja, auch wir Esoteriker sind ja auch sehr, 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 sehr spirituell. Nur
Es gibt ja bei uns Spirituellen, die jetzt halt in der Esoterik halt sind, keinen festen Fachbegriff dafür. Es fehlt. Wobei der Vatikan, also im Vatikan haben die vor kurzem schon gesagt gehabt, es gibt eine neue religiöse Bewegung, die aus der Esoterik ja aber auch entstanden ist. Auch was halt teilweise mit dem Universum und mit der Ufologie natürlich halt auch wieder zu vergleichen ist. Ja, eine Mischung aus Esoterik und aus der Ufologie. Das ist auch sehr interessant. Vielleicht findest du dich da auch wieder. Ja? Also wir machen jetzt auch mal weiter. Das ist dann natürlich halt das Gefühl Trennung. Also das ist die emotionale Ebene. Täuschung. Jetzt von deinem Gegenüber. Achte auf die Warnsignale. Ja, da ist jemand skeptisch. Da ist jemand nicht beziehungsfähig oder skeptisch. Unerwiderte Liebe. Also bei manchen Sternzeichen habe ich die umgedreht gehabt und bei manchen halt irgendwie, ja, weil ich mache das intuitiv, meine Lieben. Gib deine Beziehung eine Chance. Oh Mann. Also es sind skeptische Energien, wobei ich habe ja auch dieses Gefühl, das sagt mir ja nur, dass irgendwas mir sagen möchte, jemand traut dem Ganzen nicht so, aber man traut es sich auch nicht, das zu sagen. Da fehlt irgendwie so halt irgendwie die Aussprache. Und hier ist auch jemand sehr, sehr, sehr naiv. Ja, das kriege ich auch so diese Energie rein, ja. Wir wollen nochmal noch weitere Karten ansetzen. Das Universum braucht noch weitere Karten. Jeweils zwei pro Position. Entschuldigung für meinen Wackeldackel. Na. Ich hänge irgendwie mit meinem Stuhl ein bisschen komisch. Dieser einen Kachel. Dieser Einkrachen. So. Ey, das ist aber eine nette Konstellation. Religiöse Faktoren, ein Ring und dann den Himmel. Das ist ein Gottesgesandter welcher. Ein höherer Wesen als Mensch geboren. Das ist vielleicht einem anderen nicht bewusst. Zwei Karten fallen mir runter. Nicht schon wieder. Ach, kommt. Ach, irgendwie, Zwilling, bei dir fliegen die Karten direkt auf den Boden. Uiuiuiui. Was hat das zu bedeuten? Oh. Ich krieg gerade halt diesen Satz rein. Bleib auf dem Boden. Ihr macht schon Scherze mit mir oben. Danke für die Info. Bleib auf dem Boden. Hier, Richtungswechsel. Ja, bleib auf dem Boden. Ah, mein Stativ. Nein. Das ist ja grauenhaft hier. Oh. Nee, ich spüre die wirklich, wie die mit mir kommunizieren. Das nennt man Telepathie. Ich bin sehr stark in der Thematik, ja.
Also ich habe vor vielen Jahren das erstmal richtig lernen müssen, um das zu erkennen. Da gibt es einen besonderen Buch. Ich habe aber leider jetzt den Namen vergessen. Den habe ich damals in Frankfurt gekauft gehabt, im Esoterikbereich. Und man kann die Stimme Gottes spüren, ja, aber man kann es auch lernen, weil man das nicht erkannt hatte. Und das Buch hat mir geholfen, und da habe ich experimentiert gehabt, um dann halt auch die Gottesstimme halt durch meinen Geiste zu spüren. Und ich bin gefestigt in der Thematik, ne? Und es ist eigentlich nichts anderes, so wie wenn man halt schon eine Vorahnung hat, dass die Mama nach Hause kommt, ne? Als Beispiel. Kind wartet auf die Mutter, dass die Mutter nach Hause kommt, und plötzlich kommt dieses Gefühl, scheiße, die Mama kommt, ich spüre sie schon. Ja, das nennt man Telepathie. Und so ähnlich kommuniziert der Schöpfer mit uns, ja. Und das ist echt sehr, sehr schön. Wir haben das gerade gespürt gehabt, wir fliegen mir hier ein paar Mal die Karten auf den Boden. Und ich natürlich sah da was, so eine, Mann, Zwilling, bei dir fliegen die Karten auf den Boden. Und ein Spürschrein telepathisch dann diesen Satz, ja genau, bleib mal auf dem Boden, ne? So als Motto, ne. Ganz süß. Achte auf die Warnsignale. Hier haben wir die Brücken. Au, das kann was mit Verbindung zu tun haben. Und ich kriege auch noch jetzt in der Thematik noch was ran, dass die Familie vielleicht ihm nicht so ganz akzeptieren könnten. Ah, auf Warnsignale achten. Also hier gibt es auch einen Einfluss. Oh, ich kriege so starke Energien rein plötzlich, als ob jemand die ganze Zeit mit mir reden täte. Unerwiderte Liebe. Ja. Schon wieder. Ja, das siehst du auch bei den anderen Sternzeichen. Ich finde jetzt meine Karte nicht. Ach, da unten bist du. Ich glaube, das ist alles ein Zeichen. 11:11. 11:11 ist meine Nummer. Ruf mich an. Oder wieder der Liebe. Nein, es wird ein Gespräch halt erwünscht, sage ich mal so. Ich mische und mische und mische und komme kaum vorwärts. Eine 1, 1, 1, 1 meine Nummer. Und jetzt haben wir die dreifache 1. Und dann die 16. Programmierzahl 110100101. Gibt die Beziehung eine Chance? Oh, da ist jemand nicht so ganz ehrlich, habe ich hier den Eindruck. Da muss man wirklich mal miteinander reden. Ja, wieder. Kind, Kinder. Okay, dann geht's gleich los, meine Lieben. Vorerst, ich muss noch was sagen. Ich bin Wassermann vom Sternzeichen her. Da muss ich mich entschuldigen, wenn ich zu direktiv werden sollte bei solchen Themen. Wir Wassermänner meinen es nicht böse. Wir meinen es meistens gut, wenn wir dann zu direktiv sind. Und ja, Menschen können meistens auch nicht immer gleich mit der Wahrheit umgehen. Und deswegen entschuldige ich mich schon im Voraus, wenn es schmerzhaft werden sollte. Weil Lüge tut weh, aber auch die Wahrheit tut weh. Aber bei der Wahrheit tut es nur bis zu einem bestimmten Zeitraum weh, weil durch die Wahrheit natürlich dann auch jemand erlöst werden könnte von irgendeiner Situation, wo man dann am Ende sagen kann, danke, dass du ehrlich zu mir warst. Und viele Menschen natürlich verstehen das komplett falsch, dass sie dann halt sagen, ich muss mich halt irgendwie schützen durch eine Notlüge, lüge mein Gegenüber an, weil ich dann halt denke, dass durch diese Notlüge ich meinen Partner oder mein Gegenüber schützen tue und mich selber auch schützen tue. Aber wenn das herauskommt, dass diese Situation oder diese Begebenheit auf eine Lüge gebaut ist, dann kann man sehr schwer natürlich halt einem verletzen, ja, also emotional oder halt auch irgendwie menschlich in den Werten verletzen. Und wir haben leider kollektiv dieses Problem, ja. Hier muss es nicht immer um die Kinder sich hier drehen, hier kann es auch um Neuanfänge sich hier drehen. Wie gesagt, ich habe am Anfang, als ich hier die Doreen Virtue Karten gemischt hatte, hatte ich ja auch die Karte, ne, mit, nee, das war hier bei der Lenormand Karten. Habe ich auch hier das Thema Kinder gehabt, ja. Wobei ich bin jetzt ein bisschen halt, egal. Ich habe Bernie Auti, ich darf das. Also okay, wir wollen jetzt mal anfangen mit den Deuten.
Wir haben hier das zentrale Thema, sich gegenseitig kennenlernen. Du verdienst es, geliebt zu werden. Und dann, man möchte an irgendetwas arbeiten, auch wenn es natürlich Zeit braucht. Das kann jetzt alles Mögliche sein. Entweder man hat Probleme in der Familie, die geheilt werden müssen, weil das Kind halt vielleicht halt immer so ein Miesepeter war. Miesepeter tue ich so definieren, dass vielleicht die Eltern nie zufrieden mit diesem Kind waren. Ja, es kann aber auch sein, dass es einmal dich betrifft und dein Gegenüber, dass ihr beide genau die gleichen Themen hattet. Weil wir haben hier auch wesentlich viel Thema Kinder. Das heißt, einmal hier ein Kind und da ein Kind. Das liegt schon in der Vergangenheit. Aber was ich auch hier sehe, ist, dass auch in der jüngsten Vergangenheit, ist jetzt nicht bei allen hier das Thema oder nicht bei allem Zuschauer genau das Gleiche. Also manche haben bereits schon ein Kind und manche haben noch gar kein Kind. Manche haben schon ein Kind oder Kinder und haben einen Partner oder Partnerin jetzt, die jetzt aktuell schwanger ist. Das ist nicht auszuschließen. Dann gibt es welche, die jetzt noch keine Kinder haben, aber Kindheitsthemen haben aus der Kindheit und jetzt aber aktuell schwanger geworden ist. Also es gibt halt solche und solche Themen hier. Ah, das mit dem Stativ ist so traurig, Leute. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem halt irgendwie was sehen könnt. Ja. Ach je. Das ist schon eine harte Nummer hier, solche Lebungen. Wir haben es hier mit jemandem zu tun, der sehr spirituell ist. Ja? Es kann ein Guru sein, kann aber auch jemand sein, der wirklich halt ein Gottgesandter ist, aber ist nicht auszuschließen. Kann aber auch jemand sein, der als Pfarrer, als Pastor gelernt hat und in einer Gemeinde arbeitet. Ja? Es kann in eine freie evangelische christliche Gemeinde sein, muss nicht, kann aber halt auch in dem esoterischen Bereich sein. Wartet mal, die Karten müssen so, genau. Hier herrscht ein Vertrag. Das kann natürlich halt mit einer Institution sein. Wie gesagt, wenn du halt ein Pfarrer bist oder sagen wir halt mal ein Pastor, dann hast du mit einem Gemeindensystem wie mit dem Diakonie zum Beispiel einen Arbeitsvertrag. Ja, oder wenn du jetzt zum Beispiel, traust mir schon gar nicht zu sagen, wie in den kanonischen Gesetzen, aber leider gibt es sowas, meine Lieben, katholische Päpste, ja, egal in welchem Verhältnis, ob das jetzt in der freie katholische Richtung ist oder nicht, das gibt es, Leute, das wird nur gerne totgeschwiegen, dass man für die katholische Kirche zum Beispiel als Priester arbeitet, als Bischof oder sowas. Ja, das kann auch sein, dass wir Bischöfe jetzt hier am Zuschauen haben. Dann hallo erstmal. Ja, und es kann ja auch sein, im Grunde genommen, dass man dann natürlich halt hier arbeitstechnisch halt in einem Vertrag steht. Aber auch hier heimliche Themen hat. Ja, das gibt es. Aber das schweigt man natürlich, sehr logisch. Und dann gibt es hier auch dann das Thema, dass es hier einen göttlichen Vertrag gibt. Das heißt, es kann sein, dass dieser Mensch überhaupt in gar keine Konfession verankert ist. Ja, kein Mitglied ist in gar keiner Organisation oder in einer kirchlichen Organisation oder in irgendeine kirchliche Institution. Geschweige, oh, ich gehe den Hierophanten rein. Ja, sondern dass man nur mit dem Gott einen göttlichen Vertrag hat, weil Ring steht für Verträge. Der Himmel, Vertrag, religiöse Faktoren. Ja, also wie gesagt, das kann auch ein Mensch sein, der halt ein Erdengel ist. Oder als Beispiel, was gibt es denn noch? Schamanen, Schamaninnen, die mit der Natur sehr stark verbunden sind. Da ist wirklich halt ein Tunnel zu spüren. Also ich kriege da halt schon sehr starke Energien rein. Wow, das sind schon heftige Energien. Also ich deute einfach jetzt erstmal irgendwie. Also wundert euch bitte nicht. Dann habe ich hier Trennung. Also das ist schon halt die Gefühlsebene, ja. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Dann habe ich hier eine männliche Figur und dann die Mäuse, die für Verlust stehen. Meine liebe Frauen, switch bitte bei euch um. Das kann jetzt auch natürlich halt eine Frau sein. Ja, bei einer allgemeinen Legung. In der private Beratung wäre es natürlich anders, ja. Weil es aus dem Kollektiven die Legung ist, kann eine Frau auch ein Mann auch eine weibliche Person hier symbolisieren. Auch bei Schwulen und Lesben bitte auch, ja. Also bitte switcht für euch um, ja, ganz wichtig. Man hat hier das Gefühl, irgendwie, da stimmt irgendetwas nicht. Ich habe den Eindruck, dass mein Gegenüber mir nicht so ganz ehrlich ist. Weil hier Skepsis herrscht, habe ich ja euch schon vorhin gesagt.
Ich habe die Mucke wie Dose und bin verstand nichts. Verstand nichts. Nix. Unerwiderte Liebe. Ja, eigentlich ist das schon was zu spüren, dass eine Art unerwiderte Liebe vorhanden ist, ja. Achte auf die Warnsignale. Ja, und das kriegst du mit. Du hast so Feinfühler. Du spürst das ja rein energetisch. Da ist was nicht normal. Also ich habe hier den Eindruck, dass diese Person halt so ein bisschen ganz komisch sich verhält. Ja. Du kriegst diese Skepsis mit und deswegen hast du eher schon halt das Gefühl, oh, irgendwie... Sie wird auch mich verlassen, ja. Wenn das jetzt nicht aktuell ist, dann wird das auf dich noch zukommen, meine Lieben. Ja, also es kann sein, dass es jetzt noch nicht so ganz aktuell ist, aber das kann sein, dass schon ab Dezember, kann ja auch jetzt schon sein, weil wir haben hier den Stern, kann auch schon Januar oder Februar sein, ja, dass das beginnen könnte. Gib deine Beziehung eine Chance. Das ist normalerweise ein eindeutiges Ja. Man macht auch viel mit im Internet mit, ja, hier ist auch Internet mit im Spiel. Der Labyrinth heißt auch, bedeutet auch Verwirrung. Ja, normalerweise hat man auch sehr viel Verwirrung irgendwie im Kopf, weil das ist ja in der bewussten Ebene. Weil wie gesagt, wir haben noch Probleme in der Familie heilen, ja, weil man noch alte Kindheitsthemen hat. Arbeite an deiner Partnerschaft. Also man muss lernen auch, oh Mann, ich krieg da was rein. Man ist eigentlich noch nicht so recht so weit für eine Partnerschaft. Man muss es aber lernen, dass man nicht zu sehr schnell Selbstboykott halt betreibt. Selbstboykott bedeutet halt, wenn man sich was halt vorgenommen hat und dann zwischendrin oder mittendrin dann abbricht. Und am Ende sich selber sagt, das wird ja doch sowieso nichts. Aber wenn man schwanger geworden sein sollte, peng, pong, pau, sage ich nur so, ein Ei ist schon hier im Gebilde, dass man deswegen dann halt der Beziehung eine Chance gibt, das kann in die Hose gehen, das ist die Gefahr. Weil hier herrscht auch sehr viel Verwirrung. Und es kann auch sein, dass dein Gegenüber, vielleicht mein lieber Zwilling, das so noch nicht ganz realisiert hatte. Sie muss normalerweise alte Verletzungen aus der Jugend, aus der Kindheit ablegen. Das heißt, loslassen. Ich habe zwar hier nicht die Loslasskarte, aber ich kriege diese Energie so rein. Ja? Und auch die Verbindung mit den Kartenkonstellationen, Probleme in der Familie heilen, Kinder und was weiß ich, allem drum und dran, ja. Aber ich kriege auch hier rein, dass das von Gott so gewollt ist, dass ihr die Augen geöffnet wird. Momentan, ich sehe auch diese Augenmaske, ja, dass diese Augenmaske ihr die Augen versperren, dass sie ja herumirrt, aber nicht richtig erkennt, was ist jetzt wirklich was, ja. Die Personen hier wieder, ne, das Internet, ja, weil Elektrizität, ja, das heißt Stern steht auf der Elektrizität und dann das Öffentliche, der Park, kann auch für Social Community in unsere Legungen heutzutage halt auch bedeuten, weil wir haben ja religiöse Faktoren und dann halt den Ring und den Himmelszelt. Ich glaube, dass dein Gegenüber nämlich nicht so ganz bewusst ist, wen sie da eigentlich hat, ja, dass das eigentlich ein gottgesandter Person ist, ja, und man glaubt eigentlich, derjenige ist ein bisschen verrückt vielleicht, ja, das kann gut sein. Und hat ein bisschen Angst, dass das halt irgendwann wann halt über Grenzen gehen könnte, ja. Dass man sich da verstricken könnte in der Thematik, was überhaupt hier nicht so ist, weil das aus dem Universum eigentlich das Ganze kommt. Aber ihr ist das nicht hundertprozentig so bewusst, weil das ist ja eine bewusste Ebene da oben. Also hier muss Klarheit nochmal reinkommen, aber das kannst du nicht im Moment halt koordinieren, dass... Auf diesen Klicksmoment muss diese Person selber kommen. Das machen die Erzengel ja selbst. Ich kriege das so rein, dass, mein Wackeldackel, Entschuldigung. Dass die Erzengel schon dran arbeiten, ja, um sie ein bisschen halt irgendwas klar zu machen. Pass mal auf. Das hat nicht mit dem zu tun, was die Masse der Menschen denken oder ausleben würden, sondern da steckt was anderes dahinter, ja. Verstrickungen. So, dann wollen wir mal gucken. Neben der Trennung haben wir auch hier das Thema unerwiderte Liebe. Ja, das ist nicht schön, ja, von einer Seite. Aber hier ist jemand, der in der Meinung ist, dass man halt auch lieben lernen muss, weil der andere Partner sich verliebt hat in einem anderen, aber der andere vielleicht halt nicht. Ja, vielleicht halt nicht. Kommt so rein.
11 1 Seelengefährten. Fehlt nur noch halt nochmal eine 1, dann ist das 11 11. Dann seid ihr auch verwandt, seelenverwandt. Kann aber auch dann sein Zwillingsseelen vielleicht. Große Frage. Unerwiderte Liebe und dann ein Gespräch suchen. Ja. Das kann auch in der nächsten kürzesten Zeit sein, ja. Dass man dann sagen möchte, hallo Schatz, ich muss mal mit dir reden. Hast du mal gerade mal kurz Zeit? Ne? So dieser Moment wird halt sein. Also im Moment, ne, hat man so das Gefühl irgendwie so, man ist sich nicht so sicher, liebt diese Person mich, ja oder nein? Die andere Seite, ja. Die andere Seite, nein. Aber ich habe ja euch auch gesagt, es kann ja auch sein, dass hier auch Bischöfe oder irgendwelche andere Hoheitspersonen leider Gottes durch den kanonischen Gesetz gebunden sind und nicht in eine Partnerschaft gehen dürfen, weil das verboten ist, von der katholischen Kirche zum Beispiel. Und das von vornherein auch klar ist, wenn was sein sollte, dann kommt hundertprozentig eine Trennung im Spiel. Ja? Und das spürt diese Person auch. Ja? Und diese Person will das auch klären. Diese Person möchte das halt auch irgendwo bereinigen, einen Plan aushandeln. Wahrscheinlich ist jemand hier schwanger geworden. Das gibt es auch, ja. Und das ist nicht so selten. Aber ihm ist dann halt klar, weil er guckt direkt auf die Mäuse hin, Verlust, Trennung. Es kann sein, dass sie zum Beispiel als Hauswirtschafterin halt bei ihm arbeitet. Und er als Priester oder als Bischof kann es sich nicht lassen, eine Frau zu haben und eine Familie zu gründen. Das ist verboten in der katholischen Kirche. Ausgenommen bei der katholischen freie Gemeinden. Das ist wieder was anderes. Habe ich gehört. Ob das da weit entspricht, weiß ich nicht. Hier im Balkan ist alles altklassisch. Altklassisch. Ja. Und jetzt halt bei den Gurus, die jetzt halt in gar keine Konfessionen halt aktiv sind, ist eher sozusagen, dass hier Verhaltensmustern existieren, die noch aus der Kindheit kommen, wo man nicht beziehungsfähig ist. Wo die Partnerin oder der Partner noch lernen müssen, loszulassen. Probleme in der Familie zu heilen. Aus der Vergangenheit. Selbstboykott. Oder Naivität. Ja? Weil, klar, natürlich jugendliche Spirit, ja, dieser jugendliche Geist, ja, ist nicht verkehrt. Man sagt ja auch immer so, den inneren Kind halt immer wieder bewahren, ja, weil es ganz wichtig ist, weil sonst verbittert der Mensch auch sehr schnell. Aber man übertreibt es vielleicht und dann kann das in die Hose gehen. Das ist nämlich halt die große Frage, ja. Oh, das passt so sehr. Eine vorübergehende Trennung von deinem Partner ist in Sicht. Ich habe mal so Bücher über dieses Thema bei der katholischen, also über ehemalige katholischen Familien gelesen gehabt, die gerade so dieses Thema auch hatten, wo auch Kinder entstanden sind durch solche Konstellationen, aber sowas ist strafbar normalerweise in der katholischen Kirche und deswegen wird das gerne vertuscht. Deswegen werden diese Kinder, die durch solche Beziehungen entstanden sind, ausgegrenzt von dem leiblichen Vater. Achte auf die Warnsignale und Täuschung. Hier will sich jemand entnabeln, ja, die Brücken hinter sich abbauen, sich entnabeln. Man spürt das ja eigentlich schon, man sieht das auch teilweise. Also diese Karten sagen schon eindeutig alles, ja. Das Auftreten von deinem Gegenüber sagt, dass man auf sein Bauchgefühl achten möchte und zum Not halt hier dann den Kontakt abbrechen möchte. Kontaktabbruch. Nicht blockieren in der Hinsicht, sondern ignorieren. Das hat hier was mit Ignoranz zu tun. Eine Entscheidung für sich selber zu treffen. Anhand durch das Erspüren von Warnsignale. Bauchgefühl. Ah, oh, das ist mir nicht so koscher. Ich muss abbrechen. Das ist mir hier ein bisschen zu gefährlich, so als Motto. Dackel. Täuschung. Jemand in dieser Beziehung verbirgt sein wahres Selbst unter einer Maske.
Gut, ich weiß, das ist normalerweise eine Art Turm oder ja, Schloss. Ich kann für Institutionen stehen, kann für eine Kirche stehen. Ja, ich habe euch schon gesagt gehabt, nämlich oben hier könnte eine Institutionsgeschichte sein. Kann auch hier das Thema Phallus stehen, weil ein Turm kann auch also symbolisieren für einen männlichen...